Ich habe es geschafft. 4 Stunden Arbeit für dieses Jahr sind wir fertig. Wir brauchen übrigens einen neuen Dachterrassenbelag. Habt ihr eine Idee, was man nehmen kann, außer diese Holzdinger? Das nervt. Heute haben wir hier den Wind- und Sichtschutz teilweise abgemacht, neu befestigt. Ja, das Ganze alles gefegt, gemacht, getan. Ja. Jetzt ist unsere Dachterrasse wieder schön fürs Erste. Jetzt muss ich mich die Tage wieder ans Glasdach wagen. Muss auch wieder sauber gemacht werden. Mein Elefantengras hatte mir Sorgen gemacht, hatte sehr viele gelbe Blätter, komplett mit schwarzen Punkten. Ich glaube, das war irgendwie so eine Art Pilz. Na, habe ich jetzt alles rausgeschnitten. Dann habe ich meine Gurke umgeschoben, die hochkommt, damit ich die hochbinden kann. Die darf ja auch nicht direkt in der Tomate stehen. Das stand sie nämlich. Ich glaube, Tomaten gibt es dieses Jahr. Schaut mal, sogar Cœur de Bœuf. Da ist eine Cœur de Bœuf. Aber morgen wird das alles auch nochmal schön gemacht. Vergeizt oder entgeizt oder wie es heißt. Damit meine Tomaten dann auch genug Sonnenlicht bekommen. Tomaten gibt es dieses Jahr ganz viele, glaube ich. Ja, da sind schon die ersten. Schaut mal, Tomaten. Da sind Tomaten. Herrlich. Und mein Rosmarin ist krank. Ob das jetzt Rost ist oder ein Pilz, weiß es nicht. Aber hier neben dem Elefantengras, den ich als Sichtschutz habe, wird da wohl nicht so viel passieren. Ja, da sind noch mehr Tomaten. Und ein Paprika. Mal schauen, wie viel Rotwein es gibt. Sehr viel ist es ja nicht. Ne? 3 oder 4 Dolden haben wir. Und die Kamille immer neben der Tomate. Das funktioniert komischerweise sehr gut. Ihr Lieben, das ist unsere Dachterrasse. Nächstes Jahr Projekt die Hauswand oder der Boden. Wir können uns nicht teilen. Wie würdet ihr es machen? Habt ihr eine Idee? Jetzt muss ich das ganze Gedöns noch aufräumen, aber das machen wir morgen. Jetzt wird erstmal gekocht. Und diese Mörtelwanne ist meine kleine Regentonne. Wenn ich da jetzt noch 1-2 Kannen rausnehme, dann ist da auch wieder, wenn da ein Vögelchen reinfällt, kann er sich an den Blumentopf hochziehen. Das hat man nämlich schon mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ach ja, wenn ihr möchtet, bitte kommentieren, was würdet ihr ändern? Was würdet ihr anders oder besser machen? Würde ich mich extrem freuen. Ich brauche irgendwie noch ein bisschen Anregung. Ich bin da nicht so mit zufrieden. Das ist so, ja, ne? Wieder besseres Wissens oder Ideen habe ich das jetzt erstmal so gemacht. Aber dafür, dass ich Anfänger bin, wie mit meinem Teich, glaube ich, ist das schon ganz okay. Schönen Tag euch. Tschüss.